Hallo liebe Freunde und willkommen im Charlemagne-Studio. Mein Name ist Maggie und wir treffen uns heute, um den zweiten Teil unserer Teenager-Fragen zu beantworten. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, liebe Freunde, willkommen zurück. Das war unser kurzer Take. Ich habe es angekündigt, Teenager-Fragen Part 2. Wir gehen einfach mal auf eure Fragen ein. Dazu nehme ich mir mal wieder mein Handy zur Seite und dann schauen wir mal, was ihr so für Fragen habt. Sense schreibt: Gutes Video. Habe immer aufgehört, ihn wachsen zu lassen, weil die Haare nach einer Woche wirklich krauselig und unschön aussahen. Hoffe, mit dem Öl und Shampoo wird es besser. Lieber Freund, das wollen wir natürlich auch hoffen. Es wird auf jeden Fall eine Unterstützung sein. Dafür produzieren wir natürlich diese Pflegemittel. Und lass uns doch einfach mal dein Fazit von dieser Pflege unten in den Kommentaren. Eventuell können wir das sogar noch nachbessern. Oder du sagst, das ist eine absolute Wonne. Klasse, weiter so. Niklas fragt uns: Habe an einer Stelle extreme Akne. Dort wächst auch kein Haar. Ansonsten überall Bartwuchs. Sieht halt bescheuert aus. Können dort noch Haare nachwachsen, wenn die Akne mal weggeht? Tja, Niklas, was soll ich dazu sagen? Erstmal ist es wichtig, wie alt bist du, mein Freund? Denn du kannst natürlich auch, wenn du schon aus dem Teenageralter raus bist, Akne im Gesicht haben. Und dann ist die Frage, geht die Akne, die Pubertätsakne, wieder von alleine weg? Also Hautarzt aufsuchen, erstmal daran arbeiten. Und das ist erstmal nicht unbedingt zusammengreifend mit dem Bartwachstum. Es klingt erstmal so, aber auch eine reine Vermutung, dass du doch etwas jünger bist und dass dein Bartwuchs vielleicht noch nicht so ausgeprägt ist, wie er vielleicht in einigen Jahren sein wird. Also geh zum Hautarzt, lässt dich da vielleicht mal informieren, was man da machen kann gegen die Akne, und der Rest kommt höchstwahrscheinlich von ganz alleine. Ist keine Zusicherung. Es kann natürlich auch passieren, dass du keinen Bartwuchs bekommst oder keinen sehr, sehr starken Bartwuchs, der gleichmäßig ist, bekommst. Aber schreib einfach mal unten in die Kommentare, wie alt du bist, und dann schauen wir mal, ob wir da tiefer eingehen können, nicht wahr? Hier in... Ja. Jan fragt, ist jetzt nicht unbedingt eine spezifische Teenager-Frage, kann man aber definitiv auch Teenager nahebringen. Jan fragt also, ab welcher Länge sollte man anfangen zu pflegen? Tja, am besten gestern, sage ich mal. Ne? Ihr könnt einen Bart pflegen, egal wie lang der ist. Das Haar als solches weiß nicht, ob es 10 Meter lang ist oder 2 Zentimeter oder 0,5 Millimeter. Wichtig ist, dass ihr das Haar als solches pflegt, wenn ihr es im Gesicht stehen lassen wollt. Man kann sagen, bei einem 3-Tage-Bart ist die Pflege des Barthaares selbst natürlich nicht so wichtig wie einem über längeren Zeitraum lang gewachsenen Bart, denn die Haare bleiben natürlich länger unberührt im Gesicht stehen. Bei einem 3-Tage-Bart, wie der Name schon sagt, werden sie halt häufiger abrasiert, und dort kaputtes Haar wird einfach nicht auffallen, beziehungsweise ist innerhalb von den nächsten Tagen sowieso weg. Aber, jetzt kommt das große Aber, auch die Pflegeprodukte sind ja nicht nur an die Haare gemünzt. Wenn man zum Beispiel Bartöl benutzt, ist das Ganze auch sehr, sehr gut für die Haut. Es bringt der Haut auch die notwendige Feuchte rein, und man hat natürlich einen seidenmatten Glanzeffekt, auch in einem 3-Tage-Bart. Also man kann ab jeder Bartlänge den Bart pflegen. Also hier habe ich jetzt eine wirklich interessante Frage gefunden, wo ich vielleicht an euch appelliere, ob ihr das Ganze so ein bisschen mitdeuten könnt, weil sie ist doch relativ schwierig, finde ich, für mich. Shai fragt: Ich habe eine Frage, auf die ich nirgends eine Antwort finde. Vielleicht kennst du dich da aus. Ich hatte einen Vollbart, also ca. 25 mm lange Haare. Ich habe mich neulich komplett rasiert und lasse diesen neu wachsen. Jetzt habe ich aber an der Unterlippe sehr raue Haare, weil es so scheint, dass sich in den Poren irgendetwas befindet. Nicht sicher, ob es einfach Talg ist. Meine Frage ist nun: Wie reinige ich die Bartporen gescheit? Also, erstmal Bartporen reinigen. Kenne ich nichts von. Wüsste jetzt auch nicht, was du damit meinst. Es gibt natürlich Haarwurzeln, die kann man aber nicht reinigen. Oder ich wüsste nicht, wie man sie reinigen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass du gegebenenfalls vereinzelte Haare hast, die eingewachsen sind. Wobei ich das auch eher bezweifle, weil das nicht in dieser breiten Masse, wie du es gerade darlegst, auftreten würde. Und raue Haare an der Unterlippe. Du musst natürlich rechnen, deine Barthaare, die jetzt neu rauswachsen, sind allein aufgrund der Länge ein Stück weit stoppeliger. Das ist vielleicht dieses Raue, was du meinst. Talg an den Haaren selbst sollte normalerweise keine Rauigkeit hervorrufen, denn das Barthaar benötigt diese körpereigenen Fette, den Talg, um halt das Haar im Grunde vom Austrocknen zu schützen. Daher eine Rauigkeit kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Lass es einfach nochmal wachsen, informier uns, was dabei rumkommt, und ich denke, mit Dauer wird der Bart natürlich, wenn er wieder diese 25 mm Länge erreicht, weicher werden, weil das Haar halt einfach länger ist. Kennst du es selbst vom 3-Tage-Bart, wenn du dir aufs Gesicht streichst,
ist da eine gewisse Rauigkeit zu finden, die du bei einem Vollbart einfach nicht mehr hast. Ehren schreibt: Hey, mal eine Frage. Hilft Koffein-Shampoo auch gegen Barthaare, dass die stärker und dichter werden? Was kann man dazu sagen? Koffein ist definitiv gut für die Haarwurzel. Dieses Koffein, was dort enthalten ist, hat eine anregende Wirkung. Allerdings kann ich dir da nur aber nahelegen, das Bart-Shampoo zu benutzen, denn ganz wichtig ist es, für das Barthaar selbst nicht auszutrocknen. Zakarina schreibt: Oder man lässt den Bart einfach weg und sieht aus wie ein Mensch. Man spart Geld, Zeit und vieles mehr. Ja, Zakarina, was kann man denn dazu sagen? Gemünzt auf unser Thema dieses heutigen Videos, Teenager-Bartwuchs, könntest du tatsächlich recht haben, denn bei vielen Teenagern ist der Bart natürlich noch nicht so ausgeprägt, sieht dann dementsprechend auch nicht so aus wie bei zum Beispiel einem erwachsenen Mann. Und da lässt man das Ganze vielleicht besser weg, gönnt sich noch ein bisschen Zeit, bis das Haarwachstum, wenn es denn kommt, auch wirklich eintritt. Ja, liebe Leute, das war unser Video Part 2 zu den Teenager-Fragen, die hauptsächlich eigentlich ja das junge Bartwachstum betreffen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt sie doch einfach bei uns in den Videos, überall in die Kommentare. Dazu lasst ihr uns natürlich ein Like und ein Abo da, damit wir da immer auf dem Laufenden bleiben und ihr natürlich auch. Und in diesem Sinne, schön bärtig werden.